Grüße euch zu den Tageskarten vom Mittwoch, den 24. Mai 2017. Wir haben abnehmender Mond im Zeichen Stier, Element Erde. Es ist ein Kältetag. Zwischenmenschlich besagt der Mondkalender: Morgen feiern die Christen die Himmelfahrt Christi. Wie wäre es, wenn wir den Himmel gleich auf die Erde holen? Wir fangen bei uns an und führen selbst ein gutes Leben. Wir machen niemand mehr dafür verantwortlich, wenn etwas in unserem Leben schiefläuft. Wir wissen aus Erfahrung, dass wir etwas ändern können. Nicht an den anderen, sondern an uns selbst. Wir wissen, dass wir Menschen keine Engel sind. Wir machen daraus kein Drama, sondern einen Glücksfall. Wir selbst können jederzeit unsere Perspektive wechseln. Utopie. Jede Vision wurde erst einmal belächelt, wie sie sich in die reale Welt zuerst eingeschlichen und dann als Mutmacher gezeigt hat. Alles fängt mit jedem Einzelnen von uns an. Welch ein Geschenk. Okay, und unsere positiven Affirmationen, unserer Krafttierkarten. Ich bin wachsam gegenüber äußeren Einflüssen. Ich fokussiere mich auf die klare innere Stimme aus meinem Herzen. In den lichtvollen göttlichen Zusammenhängen dieses Universums bin ich gut aufgehoben. Ich bin beschützt und geliebt. Ich öffne mich für den geistigen Erfahrungsschatz meiner Seele. Ich schöpfe über mein höheres Selbst daraus mein Wissen um das, was für mich jetzt zu tun ansteht. Hey Muck, sitzt die ganz frech? Sowas. Okay, es gibt nur zwei Liebeskarten für den heutigen Tag, aber und auch zwei Tagestendenzen. Wir kommen zu unserem Schutzengel. Zwei des Handelns. Vertraue deiner Fähigkeit, die optimale Wahl zu treffen. Unendliche Gelegenheiten und Möglichkeiten bieten sich dir, wenn du einfach nur deinen Weg weitergehst. Es mag an der Zeit sein, einen neuen Partner ins Boot zu nehmen, der dir zu Erfolg in deiner Karriere oder kreativen Unternehmungen jedweder Art verhelfen kann. Behalte das langfristige Resultat im Auge und sorge dich nicht um die gegenwärtigen Details. Okay, und das Buch gibt uns mit, soweit so gut. Du wirst vielleicht ein paar Entscheidungen treffen müssen, doch es eilt nicht. Mach dir keine Sorgen, wenn du merkst, dass deine Pläne nicht etwas... dass deine Pläne sich etwas langsamer als erwartet manifestieren. Betrachte diese Zeit als eine Gelegenheit, an deiner langfristigen Vision zu arbeiten. Du hast viel erreicht, doch es gibt noch eine Menge zu tun. Überlege sorgfältig, ob dies der richtige Zeitpunkt ist, einen neuen Partner für dein Projekt ins Boot zu nehmen. Es ist durchaus in Ordnung, unabhängig zu sein, jedoch kann es auch sehr vorteilhaft sein, jemanden zu haben, der dir auf deinem Weg hilft. Auf die Ideen und Vorschläge anderer zu hören, könnte deine Weltsicht sehr erweitern. Zusätzliche Bedeutung dieser Karte: die Menschen in deiner Umgebung beeindrucken, deine Optionen prüfen, ein Manager sein, erfolgreich einen Vertrag aushandeln, sich irgendwie ruhelos fühlen.
Okay, das wollen wir eigentlich nicht, aber ja, manche sind's vielleicht auch schon aufgeregt. Ja, morgen ist Feiertag, was machen wir denn? Gehen wir heute schon los? Oder ja, die einen, die vielleicht heute schon losgehen, weil morgen dann Vatertag ist, ne, die sind dann morgen vielleicht zu groggy, die sollten hier mit ihren Kräften und mit dem Geld ein bisschen haushalten. Ist ein langes Wochenende. Okay, kommen wir zu den Lendemond-Karten. Die Tagestendenz 1. Hier haben wir die Mäuse. Ne, da, wo ich dann auch schon der Meinung bin, so, passt mal ein bisschen auf euer Geld auf. Ja. Sinnspruch, hüte Hab und Gut, sonst hat's ein anderer. Stichwort Verlust. Tagestendenz. Kummer nagt an ihnen, doch Mäuse sind sehr fleißig, bewegliche Tierchen und auch sie werden mit Gewandtheit, Ausdauer und Bescheidenheit ihr Leben so einrichten, dass sie wieder glücklich werden. Okay, und die nächste Nachricht. Hier haben wir den Reiter, die schnelle Botschaft. Sinnspruch, die Tugend der Geduld, vorausgesetzt, es wird gut werden. Stichwort Bewegung und Botschaft. Tagestendenz, Sie haben Ausstrahlung, kommen bei anderen gut an, unterhalten Ihre Umgebung prächtig und amüsieren sich köstlich, königlich. Es wird ein geselliger, triebsamer Tag werden. Ja. Okay, diese beiden in Kombination haben wir hier verlorene negative Nachricht. Auto ist defekt, Sport fällt aus, junger Mann ist krank, Kummer nagt an ihm, Pferd ist krank, nicht in Ordnung. Okay, vielleicht kommt eine Nachricht nicht an, da weil sie auf dem Postweg verloren gegangen ist oder man ist dann schon zu eilig vorausgegangen. Oder hat's Akku vergessen aufzuladen, deswegen nochmal schnell an die Ladestation. Ja, selbst Mäuse und der Reiter zusammen kombiniert ist dasselbe. Okay, kommen wir zum Beruflichen. Hier haben wir die Wege. Sie sind kreativ, Ihre Ideen sind gerade jetzt an Ihrem Arbeitsplatz gefragt und verhelfen den Kollegen unter dem gesamten Betrieb zu einfacheren Lösungen eines Problems. Nehmen Sie einfach mal das Zepter in die Hand, denn Entscheidungsfreude gepaart mit einer ungewöhnlichen Vorgehensweise werden zum Erfolg führen. Okay. Zum Thema Liebe. Hier haben wir einmal den Fuchs. Den sehen wir niemals gern, ne? Hüte dich vor Trug, traue jeden nicht, der dir freundlich spricht. Sinnspruch, Verständnis ist wertvoller als ein großes Wissen. Steht aber auch für hohe Intelligenz und aber auch für den Hinterhalt. Ihre optimale, holprige und schmerzliche Vergangenheit hat sie in Liebesdingen vorsichtig, klug und weise werden lassen. Sie fallen nicht noch einmal auf einen falschen Partner herein. Lassen Sie sich nicht mehr von Äußerlichkeiten und heuchlerischen Liebesworten blenden. Das war Ihnen noch nie so klar wie heute. Okay, und die nächste Karte haben wir die Vögel. Sinnspruch, wer wartet, wird belohnt mit überraschend guten Nachrichten. Stichworte Kommunikation, Nervosität.
Endlich ist es soweit. Er oder sie meldet sich. Sie sind aufgeregt, haben feuchte Hände, ihr Herz rast und sie können kaum sprechen, wenn der Herzensmann oder die Herzensfrau plötzlich am Telefon ist. Allerdings sind Diplomatie und Klugheit angesagt, um der Partnerschaft eine Chance zu geben. Und Kombination Fuchs mit den Vögeln, unwahre Nachricht. Okay. Und Vögel mit dem Fuchs, unwahre Nachricht. Okay, wir müssen nicht alles glauben, was wir erzählt bekommen. Nun, vielleicht auch, weil ja auch ein paar auf die, ja, die einen melden sich und sagen, nee, ich habe da keine Lust, am Vatertag hier mit rumzustiefeln und mich sinnlos zu betrinken. Da bin ich 3 Tage nicht fit. Da unternehmen wir lieber etwas Schönes mit den Kindern oder so. Ja, kann ja sehr gut möglich sein. Und gerade wenn man noch eine Fernbeziehung hat, dass man da gemeinsam etwas unternehmen möchte. Und die anderen flunkern vielleicht, ja, ich komme und hat dann vielleicht doch ein Bierchen zu viel und kommt dann doch nicht, ne? Oder ist nicht viel mit ihm anzufangen. Je nachdem, für die Männer ist eine kleine Warnung, die Frauen können sich, wenn du bis um, sagen wir mal, um 10 Uhr nicht antrittst, donnerstags oder was. Und dann unternehme ich alleine was, ne? Zum Beispiel. Okay, kommen wir zum Engel. Und der Engel besagt uns Intimität. Intimität entsteht durch ein tieferes Eintauchen in die Lebendigkeit deines Gegenübers. Okay, und Körper- und Seele-Karte. Ich brauche meine Macht und erschaffe liebevoll meine Realität. Ich bitte um Einsicht und Führung, damit ich weise und liebevoll meine Welt und mein Leben gestalte. Die Amas Botschaft für den heutigen Tag. Manifestation. Deine Träume werden in Erfüllung gehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch und guten Start in die Feiertage.